Seid gegrüßt und damit willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und eine Sache vorweg. Es tut mir auf jeden Fall leid, dass jetzt fast 2 Wochen keine Videos online kamen. Das lag halt einfach daran, ich habe es ja beim Köln-Spiel ja schon angesprochen bei der Analyse. Ich bin aktuell mittendrin in der Klausurphase und dementsprechend habe ich halt eher Zeit in meinem Technikkanal investiert. Deswegen kamen jetzt eben auch hier keine Videos und mir ist dann jetzt auch aufgefallen, während der ganzen Produktion, ich schaffe es nicht, 3 Kanäle eben auf dem Laufenden zu halten. Deswegen werde ich DIRIGO, den Podcast-Kanal oder die Folgen werde ich dann eben jetzt weiterhin einfach auf DIRIGO hochladen. Das ist halt einfach einfacher für mich und das macht dann halt auch ein bisschen mehr Sinn. Den dritten Kanal, DIRIGO Podcast, werde ich halt. Ich werde auf jeden Fall irgendwas in der näheren Zukunft damit machen, aber ich würde da jetzt keine erwarten, dass da jetzt irgendwelche Videos hochkommen. Die Podcast-Folgen lade ich eben hier auf diesem Kanal hoch und das ist halt einfach für mich eben auch ein bisschen angenehmer. Und die Podcast-Folge für Freitag kommt auf jeden Fall dann eben auch die Tage online. Aber genug geredet, es ist ja wirklich sehr viel passiert in der letzten Woche. Henrik Blank hat den Verein überraschenderweise verlassen. Also die Meldung kam ja wirklich über die Nacht einfach hinweg, dass die Bild auf einmal berichtet hat, dass Blank vor einem Wechsel zu Salzburg steht. Und die Konditionen sprechen ja eigentlich gar nicht so schlecht. 7 Millionen. Und es gibt angeblich auch eine Rückkaufoption, ob es die wirklich gibt. Ich kann es mir stand jetzt eben vorstellen. Und auch für Blank macht das Sinn. Aber wenn ich jetzt einfach mal auf die Personalnot schaue, dann macht der Transfer nicht wirklich viel Sinn. Und es ist ein bisschen traurig, weil nach Collins und Henrik Blank, ja, natürlich eben die beiden Talente jetzt weg sind. Man hat natürlich noch ein Talent in der Hinterhand mit Mané, aber ob es dann auch klappt, da weiß man halt ja immer nicht so richtig. Und Gio Reyna hat den Verein auch verlassen, hat seinen Vertrag verlängert und wurde bis zum Sommer eben ausgeliehen an Nottingham Forest. Und Nottingham Forest hat auch keine Option, ihn irgendwie zu kaufen. Und das freut mich auf jeden Fall, dass Gio zum Teil ja immer noch beim BVB ist. Deswegen muss man schauen, ob es ja wirklich sinnvoll ist, ob eine Zusammenarbeit noch weiterhin Sinn macht. Bleibt aber dabei, wenn Terzic weiterhin Trainer bleibt beim BVB, dann wird Gio hier nicht wirklich glücklich. Und ich bin froh, dass man sich jetzt alle Optionen so ein bisschen offen gelassen hat. Aber Stand jetzt gehe ich nicht davon aus, dass Gio noch eine große Zukunft hier hat. Aber mal schauen. Und der Transfer von Thomas Meunier soll jetzt tatsächlich über die Bühne gehen. Und das kommt ja natürlich so ein bisschen überraschend, denn in den letzten beiden Transfers, also gerade in den letzten beiden Wintertransfers, war auch der FC Barcelona dran bei Thomas Meunier. Und da hat der BVB jeweils zweimal abgeblockt. Dass man das jetzt gerne macht, ist natürlich ein bisschen optimal. Man spart sich das Gehalt bis zum 30. Juni. Er war ja auch in der Hinrunde nicht gemeldet im Champions League Kader. Dieses Mal hat mich das auch sehr überrascht, dass er nicht gemeldet wurde. In der Hinrunde habe ich es dann noch verstanden durch die Verletzung, aber jetzt. Und ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich lohnt, denn Trabzon wird keine Ablöse zahlen, ob man das Ganze jetzt eben mitnimmt, denn Thomas Meunier hat natürlich oder ist eigentlich der letzte gelernte Rechtsverteidiger, der überhaupt fit ist beim BVB. Rajasson hat noch Trainingsrückstand. Matteo Morey. Ah, ihr wisst, Martin Matteo Morey ist halt das Problem, dass er sehr oft verletzt ist. Und Marius Wolf ist kein gelernter Rechtsverteidiger. Deswegen ist es meiner Meinung nach ein großes Risiko, was man fährt bis zum 30., also bis zum Ende der Saison. Aber wenn man der Meinung ist, dass man lieber das Gehalt spart, geht dafür. Aber ich bin da richtig, richtig zwiegespalten, denn ich weiß nicht. Ich glaube, die Option Thomas Meunier hätte man schon länger ziehen lassen können. Und ja, das ist so ein bisschen komisch jetzt auch, dass man das jetzt Ganze doch durchdringt. Ich denke mal auch, Thomas Meunier hat sich das Ganze anders vorgestellt vor dem Engagement. Auch der BVB hat sich das Ganze natürlich auch ein bisschen anders vorgestellt, aber so ist es auch. Und diese 4 Jahre jetzt oder 3,5 Jahre sind auch auf jeden Fall schnell rübergegangen oder rumgegangen, besser gesagt. Aber Thomas Meunier hat hier nicht wirklich überzeugt, außer der Saison mit unter Marco Rose, 21-22. Und das war es dann eben auch, ja. Also, ich weiß nicht, ob ich wirklich der Meinung bin, dass man Thomas Meunier hätte abgeben sollen, aber wir haben jetzt die Verantwortlichen entschieden und natürlich spart man jetzt das Gehalt, aber da fehlt jetzt eben auch ein Rechtsverteidiger. Rajasson kommt ja natürlich, aber das ist mir ein bisschen zu wenig, vor allem wenn man dann eben auch auf, okay, 3 Hochzeiten sind es nicht mehr, 2 Hochzeiten, aber ja. Das war es auch mit dem Video. Ihr könnt natürlich auch gerne eure Meinung unter den Kommentaren schreiben. Und wenn ihr auch in Zukunft keine weiteren wichtigen Videos mehr verpassen wollt, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal. Euer Deriakos.